Das ist der Excrema 7500. Der kostet 3000 Euro. Das muss ein Fachmann entsorgen. Kleiner Unfall. Kenn ich. Ich werde an deinem Grab weinen. Ich glaube, ich möchte jetzt schlafen. Sag mal, unter uns beiden, riecht man, dass dieses Bett 5 Monate lang im Keller stand eigentlich? Ich bin froh, dass das Bett ist. Ich dachte erst, es käme von dir. Ach so, nee, aber das Harte, das nennt man ja hier, ist das, stört dich das Harte da? Nee, das mag ich. Zeig mal. Ach so, siehst du, ja, gut. Tag, hier ist Hardort, die Show. Es startet ein bisschen brisant. Sag mal, Arndt, was ist los? Dir eigentlich der Tatort gefallen? Der war super. Das war, egal was die Kritiker schreiben, das war der beste Tatort, den ich jemals dieses sehen Jahres. Werde. Dieses Jahres auf jeden Fall, den ich jemals sehen werde. Ich hätte das jetzt auch ohne, also das ist super, toller Tatort. Deine schauspielerische Leistung, egal was die Kritiker schreiben werden, die war sensationell, exzeptionell gut. Okay, na dann. Herzlich willkommen zu Tatort, die Show. Kurz nach dem Weimar Tatort mit, Achtung, diesem Mann hier, Lupo. Arndt Ferring-Sora ist da. Moin, Arndt. Moin. Schön, dass du da bist. Ja, freue mich. Oh, ich muss aus dieser warmen Kiste raus. Das musst du jetzt alleine durchziehen. Wir kommen zur großen Vorstellung unserer Runde und machen das gleich mal ganz entspannt. Wir haben die tollste Frau aus Internet und Spätschicht aus dem TV-Bereich. Oh, das war nett. Melissa Kahler ist da. Danke. Melissa, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Arndt haben wir schon vorgestellt und das da drüben ist die Welt von YouTube. Sie haben das größte Wohnzimmer der Erde. Weltweit Wohnzimmer. Ja, hallo. Bruder Volta. Hallo. Dennis und Benni. Likes und Daumen nach oben geben. Schön, dass ihr da seid. Das sagst ja. Gerne, ne? Danke. Herzlich willkommen. Ein guter Gastgeber. Also ich bin Daniel. Hallo, hier ist Tatort, die Show. Live für Funk auf Facebook und irgendwann One lineares Fernsehen wird er selber wissen, was das denn macht. Ein guter Gastgeber bietet er erstmal was an, zu essen und zu trinken. Mhm. Ich habe Kakao. Mit oder ohne Rizin? Also eins hat wahrscheinlich mit Rizin, aber das ist dann auch so ein kleines das Spiel. Wollt ihr einen Kakao russische haben? Roulette, ja, klar. Das ist ja richtig schön. Einmal so. Möchtest du auch einen Kakao haben? Du musst hier nicht drin. Du machst das einfach wie diese ganzen Instagram-Mädels. Du ich machst tu nur so. Voll lecker und dann wegschmeißen. Ja. So, wir wissen, also zwei Probleme. Wann hängt einem Kakao zum Hals raus, Arndt? Du hast ja wie viel Liter getrunken während des Tatorts? 3000. Ich habe für so ein Interview wurde ich gefragt, was ich an Lupo mag und was ich nicht mag. Und bei nicht mag habe ich geschrieben, literweise Kakao trinken ist das, was ich nicht aber mag. Aber wann wird es denn wirklich widerlich? Wann möchte man eigentlich brechen, wenn man das riecht? Ich mag Kakao sowieso gar nicht und dann bin ich ja auch noch laktoseintolerant und dann war das irgendwie so Sojaersatz aber, und Sojaersatz. Haben wir hier mitgedacht. Sojaersatz finde ich noch widerlicher als Milchkakao. Ich habe auch Laktoseintoleranz, aber ich bin mutig. Komm, das muss für die Tatort-Show muss alles hergehalten werden. Das und dann habe ich und dann habe ich mir nicht. Dann habe ich mir gewünscht für den Dreh habe ich mir gewünscht, ja. Ich habe gesagt, ich sterbe ja, weil ich vergiftet bin und Magenbeschwerden habe. Und dann habe ich gesagt, so, ich möchte für diesen Dreh jetzt doch richtigen Milchkakao haben. Ne? Und da hat die Requisite mich angeguckt und gesagt, ist nicht dein Ernst. Ich so, doch, fände ich gut. Und dann sind wir um die Ecke gegangen und da hat sie mir schon irgendwie die Stapel an Sojakakaos gezeigt, die sie schon gekauft hat, die sie hätte alle schön. Einzeln umtauschen müssen. So, herzlich willkommen, Leute. Herzlich willkommen. Ich habe mir sagen lassen, im Moderationseimer eins mit einer ganz entspannten Frage ja, an. Ja, bin ich mal gespannt. Dann fangen wir doch mal mit genau der entspanntesten Frage an. Was würdet ihr machen, wenn ihr noch 2 Tage zu leben hättet, so wie Lupo? Ich würde, was würde ich tun? Das ist aber eine gute Frage. Oh, warte, danke. Gute Frage. Sonne für Daniel. Willst du irgendwas kaufen? Willst du irgendwo hingehen? Nee, kaufen nicht, habe ich ja da nichts mehr vor. Ich würde mit dir einen Tanzkurs belegen. In zwei Tagen. Einmal noch schön tanzen. Einmal noch. Dir in das den Sonnenuntergang tanzen. Ja, ich würde einen Tanzkurs belegen. Und was willst du machen? Weiß ich nicht. Ja, du musst jetzt ja dabei sein, das ist ja ich wäre dabei, ja. Ich das ist ja gruselig. Ja, gut. Ja, Zwillinge halt, mitgefahren. Ne? Melissa, was willst du machen? 2 Tage noch leben? Ich würde keinen Tanzkurs mit euch machen. Ich würde vielleicht eine Bank ausrauben. Aber echt? Nicht so eine kleine Bank, so eine große. Aber du hast so Federal Zeit, Reserve oder so. Ja, das, ich würde dann aber komplett. Ich habe 72 Stunden. Mhm. Okay, pass auf. Bank ausrauben. Mhm. Alles kaufen, was geht, alles ganz schnell verprassen, ganz viele Immobilien und dann das alles natürlich auf den Namen meiner Nachfahren. Oh, wie selbstlos. Das ist krass selbstlos. Und dann würde ich sterben.
Das ist mega. Ja, aber ja. Ich hoffe, dass dir dann halt dafür auch nicht. Arndt, wie ist das bei dir? Bevor wir zu euch kommen im Internet, Arndt, nochmal bei dir. Was würdest du machen? Yeah. Du hast ja die Erfahrung quasi durchleben dürfen. So eine Nahtoderfahrung. Ja. Naja, Nahtoderfahrung hatte ich auch privat schon. Das fand ich jetzt nicht so toll. Aber ich habe auch überlegt, ich würde auch sowas machen. Ich würde irgendwie so, es gäbe ja kein böses Erwachen, keine Reue und irgendwie. Ich hatte so Vorstellungen, wie vom Berliner Fernsehturm zu springen ohne Fallschirm, weil es ja jetzt ja auch egal irgendwie. Weißt du? Ja. Und ja, irgendwie so ein Zeugs. Was ich gemerkt habe, was ich nicht könnte, ist so irgendwie so im Kreise meiner Familie irgendwie noch einen guten Gin Tonic trinken, weil das würde mir, also Abschied nehmen von den Leuten, die ich liebe, das würde mir... Das wäre zu heavy, ne? Ja, lieber schnell abhauen. Lieber schnell abhauen. Der investigative Journalist in mir muss natürlich jetzt nachfragen, du hast eine echte Nahtoderfahrung in deinem richtigen Leben gehabt? Also du als Arndt oder als Schauspieler nochmal? Nein, du als Arndt. Ich als Arndt. Und wie war die? Was war da? Ja, also ich habe einmal so versucht, meinen Zitrönen mit 19, mit 130 im Graben zu parken. Und das war schon mit mehrmals überschlagen und so. Das war auf jeden Fall nahe dem Tod. Das war in dem Moment, als ich auf den Graben zugerast bin, da habe ich echt gesagt so, aber ganz ruhig und mit gutem Gefühl, so, das war's. Bis hierhin war ja schön irgendwie so. Und dann habe ich echt gesagt, so, nein, ich will noch leben. Und dann habe ich mich so mit aller Kraft in dem Auto verkrallt und so mich festgehalten. Und dann bin ich so in den Graben rein und habe mich überschlagen und Glas und Erde kam mir entgegen und so. Hast du alles noch gemerkt, wie du dich überschlagen hast? Ja, das habe ich alles gemerkt. Ich war so oben, unten und dann stand das Auto wieder. Und dann wollte ich so aussteigen und dann... ging das natürlich nicht und dann bin ich so aus dem Fenster vorne rausgeklettert und dann kamen Leute, die das gesehen haben und an deren Gesicht zu erkennen, dass die so wirklich in dem Moment dachten, dass da jetzt noch jemand aussteigt, damit haben wir nicht gerechnet. Die Sendung nimmt gerade eine sehr dramatische Wendung, also eigentlich sind wir auch die lustige Tatortshow. So ein bisschen wie Opa erzählt Geschichten von früher. Ne? Ja, die aber das liegt ja auch an meiner Situation. Wir müssen erstmal erklären, was machen wir eigentlich. Solltet ihr warum auch immer das erste Mal erst dabei sein, wir sind Tatort, die Show, 21:45 live für Funk auf Facebook und wir machen das hier, solange wir Bock haben, im Internet, ansonsten irgendwann linear im Fernsehen. Und ihr seid dabei, egal wie, am besten natürlich über Facebook im Stream und wenn ihr den teilt, werden wir größer, ihr seid dabei und durch das Teilen könnt ihr Original-Requisiten vom Tatort absahen. Achtung, hier, das habt ihr im Tatort gesehen, dieses wunderschöne analoge Telefon. Ich will es eigentlich haben. Ich will es auch haben. Also die haben ja alle schon mitgemacht. Ich weiß nicht, ob das juristisch möglich ist, ehrlich gesagt, aber gut. Wir sind nicht vom Gewinnspiel. Die Wolters sind auch hin und weg, würden ja, die iPhone 7 Plus sofort eintauschen wollen. Ja, wir haben noch, für alle, die hier mitmachen, guck mal, das ist hier wirklich, wenn manche Leute würden dafür töten. Autogramme von den beiden hier aus Ulmen und von hier Nora und so. Und wir haben noch, was haben wir noch? Achso, Bilder. Bilder gibt es auch noch, da kommen wir aber zugleich, was das für Bilder sein werden. Und wenn ihr keinen Bock habt, zum nächsten Späti zu laufen, ihr könnt Kakao bei uns gewinnen. Ich weiß noch nicht, warum wir Verkauf verschicken, aber gut. Einer ist mit Sicherheit mit Rizin. Könnt ihr richtig viel Spaß haben. Schmeckt. So, herzlich willkommen, schön also den Stream teilen und dann geht's los. Wir kommen jetzt einmal ganz kurz zum Tatort selber, der scheidende Schupo. Jungs, 0 von 10 oder 1 von 10 Wohnzimmern. 10 ist das tollste Wohnzimmer der Erde. Was war das für ein Tatort für euch? Für mich eine ganz klare 10, natürlich. Nee, tatsächlich. Ich gucke, wenn ich Zeit habe, immer ganz gern Tatort, weil ich auch so ein Krimi-Fan bin. Ich höre auch gerne ganz gerne Krimi-Hörbücher. Und das war schön spannend. Und ich mag auch die Frau Tschirner mag ich ganz gerne, den Herrn Ulmen mag ich auch ganz gerne. Deswegen wunderbar, Hammer. Ja, da ich ja Zwilling bin, habe ich immer die gleiche Meinung. Nee, komm, das ist ja langweilig. Du musst ja auch Anti sein. Dann gebe ich... Okay, aber eine Sache... Was hat dich gestört? Eine Sache hat mich gestört, und zwar, dass sie, als die Dame von dem Auto erwischt wurde, dass sie einfach nur ein paar Kratzer im Gesicht hatte. Von dem Lieferwagen am Ende. Genau. Deswegen gibt es von mir nur 8. 8? Ja. Melissa, was aber hast du? Aber von der Porzellan-Tasse ist er gestorben. Also das ist schon auch nochmal so ein bisschen. Aber ansonsten war das für mich auch eine ganz klare 10. Apropos. Also ich fand ihn großartig. Apropos, hat's auch eine 10, ja? Ja. Apropos Porzellan-Tasse, der arme Kerl, der den Ringo spielt, du hast mir was Schönes erzählt vom Dreh, der diese Tasse abbekommt im Garten. Was war dann los? Der musste da mit Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert. weil er die Kanne da an den Kopf gekriegt hat. Nee, ich war jetzt nicht live dabei, aber es war, glaube ich, so, dass die Stunt-Frau, war das, glaube ich,
gewarnt hatte, dass dieses Ding, was auf dem Kopf platzt, dass auch das einen ganz schönen Wumms hat. Und das haben sie irgendwie zweimal gemacht und nach dem zweiten Mal wurde ihm irgendwie schwindelig und schlecht. Blut aus dem Ohr. Blut aus dem Ohr. Und dann haben sie ihn, glaube ich, ins Krankenhaus gefahren. Durfte ich das jetzt erzählen? Na klar. Jetzt auch sind ja unter uns. Freunde, wir haben natürlich das große Versprechen einzulösen, dass ihr hier stattfindet. Also, wenn ihr Fragen an Melissa habt, an die Wolters oder an Arndt oder an die Show an sich, dann schreibt uns gerne. Wir haben erstmal Feedback zum Tatort, das würde dich interessieren. Ja. Die ersten Kritiken, die ernsten, kommen ja natürlich immer erstmal aus dem Internet. Chris schreibt, skurril und lustig, aber ich steige nicht mehr durch. Da war er wahrscheinlich nicht mehr so alleine. Dann haben wir Andreas. Da gibt es bei den Drehbuchautoren anscheinend gerade den Wettbewerb, wer das bescheuerte Drehbuch schreibt. Anders kann man sich einige Tatorte der letzten Monate nicht erklären. Christian schreibt, ein bisschen viele Zufälle und Seltsamkeiten. Katharina schreibt, klasse, mit Applaus, sehr unterhaltsam, lustig und kurzweilig. Und wir haben schon die erste Frage an Melissa. Oh, komm, Melissa. Von Laura. Melissa, wie hat dir der Tatort gefallen? Ich kann es noch mal gerne wiederholen. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin auch ein großer Fan von Nora Tschirner und Christian Ullmann. Und ich finde, dass die beiden zusammen auch sehr gut funktionieren. Und ich fand dich echt gut. Und das sage ich jetzt nicht, weil du hier sitzt. Ich hätte es dir auch gesagt, wenn ich dich kacke gefunden hätte. Schwein gehabt, mein Freund. Schwein gehabt. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Aber es war sehr viel Story. Also irgendwann am Schluss dachte ich mir, okay, gut, also sie war es jetzt. Und dann, okay, nein, doch nicht, alles klar, dann war es doch die Tante. Also es war mir am Schluss ein bisschen dann zu viel. Es hätte auch irgendwann dann stoppen, hätte auch einfach sterben können. Das ist genau das Thema, okay, bevor wir nämlich darauf jetzt eingehen. Im Internet ist ja gerade so, Twitter habe ich ein bisschen quer gelesen, die einen sagen, ja, liebe ich voll, super Tatort. Und die anderen sagen, hasse ich, ist kein Krimi mehr. Jetzt spielst du da selber mit und das eigene Werk zu beurteilen ist immer ein bisschen schwierig. Richtig. Ist das ein klassischer Krimi oder wollt ihr das gar nicht sein mit Weimar? Was ist der klassische Krimi? Keine Ahnung. Also ich mag das sehr, weil ich bin nicht so der Fan von dem realistischen, wo waren sie um 20.15 Uhr, Gedöns. Also ich mag das. Ich finde auch, ich habe jetzt eine Kritik gelesen, eine ganz überschwängliche Kritik, über die ich mich sehr gefreut habe und die auch meinten, ja, und Zitate aus Fargo und genau das ist eigentlich mein Geschmack, so Fargo. Und ich mag das Absurde und das, wenn das so realistisch daherkommt, natürlich ist das Quatsch, wenn die überfahren wird und hat keine Kratzer im Gesicht, aber manchmal interessiert mich das auch nicht. Übertreibungen sind das. Wobei ich echt nachvollziehen kann, dass mit der Geschichte, ich finde, dass Andreas Pflüger und Murmel Clausen, dass die ganz großartige Drehbücher schreiben. Ich finde das ganz toll und auch sprachlich ganz toll. Und mein Mops Tango. Mambo. Mambo. Sowas finde ich einfach großartig. Aber manchmal verwurscht. Aber da scheinen sich ja die Geister, so Altherrensprüche, Leute. Ich mochte das. Aber ich finde auch, dass es manchmal. Ich habe, wie gesagt, bei dem ersten Tatort habe ich bis zur Mitte des Drehs immer noch nicht verstanden, wer wen umgebracht hat. So, also das finde ich nachvollziehbar. Wir haben hier von Sabine, seit wann gibt es den Gothaer Kranz? Weiß das irgendwer? Also ich habe Gotha-Kranz, ich habe Butterkranz. Nein, Gotha, ja. Wenn ihr was haben wollt, also bei uns, hier in der Region, in der wir das gerade aufnehmen, immer das Frankfurter Kranz, aber anscheinend gibt es in Gotha auch sowas. Möchte jemand von euch, irgendwie wollen sie uns heute noch vergiften. Harald schreibt, ist das der originale Kuchen von Dreh? Selbstverständlich, Harald, ist das der originale Kuchen von Dreh? Und Dorothea schreibt, ich möchte gerne eine Autogrammkarte, aber nur, wenn Arndt auch unterschreibt. Okay, auf dem Gotha-Kranz. Nee, also auf der Autogramm. Karte. Kannst du einmal schön über die Tür rüber. Wir kommen mal zu dem eigentlichen Thema. Zu dem eigentlichen Thema von diesem Tatort, bei dem ich mich so ein bisschen nicht so zu Hause fühle, ehrlich gesagt. Inzest hört man doch recht selten. So, das hört man selten. Als Thema. Bis man selbst erfährt. Jetzt muss man auch erstmal durchsteigen, weil letztendlich, wenn man, egal welchem Glauben man folgt, es gibt ja auch erstmal ein paar Fakten zu Inzest. Mhm. Selbst die Bibel findet es nicht okay und die macht ja sonst jeden Scheiß mit. Da steht im dritten Buch Moses 18, niemand von euch soll sich in irgendeinem seiner Blutsverwandten nähern, um die Blöße aufzudecken. Also die Bibel findet das nicht cool. Die Frage ist natürlich, wie ist das dann mit Adam und Eva? Die haben ja auch irgendwann mal angefangen und deren Kinder müssen ja auch... Ich stelle es nur mal in den Raum. Mhm. Ne? Und Erbkrankheiten, übrigens das als Funfact noch. Erbkrankheiten in Adelskreisen werden auf Inzest zurückgeführt. Gut, blaues Blut wahrscheinlich dann. Ne? Ja, ja. So, kommen wir mal zu unserer Inzesttafel. Von eurer Seite aus rechts, wir haben eine Inzesttafel aufgebaut mit Fotos der aktiven Personen in diesem Tatort. Und ich kontrolliere jetzt mal, wer da aufgepasst hat. Und wer könnte uns diese Tafel besser hinmalen als unsere beiden Geschwister im Laden?
Okay. Es geht um Geschwisterliebe. Darf ich auch könnt sehen? Ihr mal bitte den Baum hinmalen? Ach so, ihr könnt gerne auf der Tafel rummalen. Oben sind die Stifte. Wer mit wem verwandt ist? Wer mit wem und wer ganz vorne und wer dann hinten raus? Okay. Ist nicht statistisch gesehen auch irgendwie jeder siebte Mensch also der irgendwie ist ja mit miteinander verwandt? Doch. Nee, kennt man sich, glaube ich. Na klar. Ne? Jeder siebte Mensch auf der Welt kennt sich. Ach stimmt, ist ja rausgekommen. Über sieben Ecken kennt man sich. Ich bin zu doof. Ich glaube, verwandt sind auch alle irgendwie miteinander. Wir sind alle verwandt, alles Menschen, alles Blut und Fleisch und... Wir sind alles Geschwister hier auf der Welt. Okay, das weiß ich auch. Pass mal auf, solange ihr macht jetzt mal ein bisschen, ihr malt das jetzt mal ein bisschen, ja? Und wir machen das jetzt wie beim coolen Fernsehen. Wir zeigen jetzt was anderes, während ihr das macht. Wow! Also, es ist ja aufgefallen draußen in der Welt, es funktioniert nichts mehr ohne Dating-Plattform. Tinder, Parshippen, wie sie da alle heißen, für die ganz exklusiven Leute. Und auch für Menschen, die gerne im eigenen Familienkreis was suchen, braucht es ein Netzwerk. Gibt es. Du meinst, es gibt die Guten sind alle vergeben? Stimmt. Deshalb nehme ich jetzt meinen Bruder. Ich inzeste jetzt. Ach, Geschwister. Ist alles halb so schlimm. Appetit holt man sich draußen, aber gegessen wird zu Hause. Das war in unserer Familie schon immer so. Wann traust du dich? Ich inzeste jetzt. Na, seit wann verkehren Sie schon so miteinander? Schon immer. Also mit Unterbrechungen. Aus Blutschande wird Blutsbande. Wir inzesten jetzt. Ich werd Vater? Und vielleicht Onkel? Alle 11 Minuten bumst ein Bruder seine Schwester. Nicht nur im Saarland, jetzt auch in Thüringen. Ja, es muss für alles muss es irgendwie muss was geben. Das ist ein bisschen wie die Thüringer ins eigene Senfglas tauchen. Du kriegst den Thüringer, die ist ganz extra für dich gemacht worden gerade. Okay. Ich hoffe, du isst Fleisch. Pass auf, ich habe jetzt Fleisch? Ich esse natürlich Fleisch. Esse Senf ich esse oder Mustard. Ich habe ja gewusst, ne, dass irgendwie sowas kommt, ne? Deswegen habe ich extra noch ganz billig am Bahnhof, die auch was mitgebracht. Ja! Ein paar Frankfurter, dachte ich. Würstchen. Sensationell. So, Der können wir tauschen. Du nimmst die und ich nehme die beiden. Und du schnappst hier die Thüringer. Darf ich die zu deinen Füßen hinlegen? Ja, aber du musst doch eine essen. Wir müssen jetzt ganz. Ich esse sie sofort. Komm her, zack. Eingetunkt in den Familiensenf und los geht's. Ja. Die ist noch, leg dich mal ganz kurz ab. Die ist ja noch warm. Ich habe eine Frage aus dem Internet an Melissa. Ja. Melanie schreibt: Welchen von den Twins findest du heißer? Darf ehrlich sein. Glaube, okay, dann können wir es ja jetzt sagen. Tatsächlich bin ich auch eine Schwester von den Twins. Und da wir Inzest ja nicht unterstützen wollen, ja, darf ich das jetzt leider nicht sagen. Das ist, wir hätten sonst verkuppeln, ne? Ja. Aber jetzt nicht so richtig nicht gehört, jetzt habe ich das schon wieder nicht verstanden. Was war los? Die sind verwandt. Die sind alle miteinander verwandt. Also wir nicht. Alle aber man verwandt. Sieht das ja auch. Man sieht das auch. Wollt ihr auch eine Wurst haben? Habt ihr schon eine Wurst? Wir können auch einen Teller haben, ne? Nee, danke. Ich muss mal ganz kurz sagen, ich habe ja gelogen, ne? Das sind keine Frankfurter, weil in Berlin kriegt man keine Frankfurter, ne? Aber das ist auch keine Thüringer. Das, ja, da musst du aber die Redaktionsschnarchnase also da fragen. Ist, ich habe extra also gefragt. Jetzt, zeigst du bitte mal kurz die Eva, also weil, die mir da, versprochen da, hat, dass das eine Thüringer ist. Doch, zeig dir jetzt da mal. Kommen Jones, ganze, sag mal die Eva. Da kommen ganze Japanergruppen, ja, von weit weg nach Weimar, um Thüringer zu essen. Also. Pass auf, du musst jetzt einen unfassbar harten Effekt machen, Jones, weil wir jetzt kommen in den Raum des Scheiterns. Tanz. Raum des Scheiterns. Tanz. Das ist so ein bisschen hier wie mal in der Zeit. Super Opfer. Mega, ne? Das ist das gut? Raum des Scheiterns, habt ihr alle gesehen, wow. Wo die ganzen Porzellanfigürchen alle irgendwie so ein bisschen so einen Katscher hatten. Und wir kommen jetzt zu Aufgaben, die ihr lösen müsst und wo ihr auf jeden Fall scheitert. Freunde, die Redaktion hat sich Folgendes Lustiges ausgedacht. Ihr kriegt jetzt alle einen Block. Malen. Und ihr malt, während ihr dann gleich was malt, kontrolliere ich eure Inzesttafel da drüben. Malen nach Zahlen. Ihr malt jetzt bitte, ihr könnt zusammen malen. Ja gut. Kriegt noch einen Stift oder muss ich das mit dem Senf. Mit dem Senf. So. Hier, du bist doch Künstler, du kriegst einen weichen Bleistift. Und ich kann ja wirklich vieles, ne? Aber wenn ich etwas wirklich nicht kann, dann ist das Malen. Das ist der Gag daran. Und jetzt pass auf, die Aufgabe ist, malt mich. Okay, als Comicfigur oder echt, wie ein Porträt? So hässlich, wie du es jetzt siehst. Du musst es nicht verschönern, ja. Weil wir auch. Dennis, du machst, ich mach dir nicht so, 3, 2, 1, los geht's. Das ist der Raum des Scheiterns. Ihr müsst kreativ scheitern. Mhm. Ihr müsst euch jetzt aber mein Gesicht merken, weil ich gleich zur Kontrolle einmal kurz zur Inzesttafel rüber muss. Okay. Melissa, hast du das Elend guck gemerkt? Mal kurz rüber. Ja? Gut, okay. Ich geh mal kurz zur Inzesttafel. Wir lassen ihn mal ganz kurz alleine. Kommt mal kurz mit.
Wir sind immer noch live für Funk auf Facebook und ihr könnt immer noch Fragen stellen. Und Melissa zum Beispiel, die ist gar nicht mit den beiden Jungs verwandt. Die hat geschwindelt gerade eben. Die wollte nur nicht sagen, wen sie heißer findet. Und ich glaube, es ist Dennis. Sie hat nämlich mit Dennis vorhin schon ein bisschen länger geredet und nochmal ausgetauscht. So, wir gucken mal ganz kurz die... die Tafel an. Das ist der Vater, ne? Der so ein bisschen auch grenzte, wie guckte, ne? Vielleicht ist er selber schon Produkt. Wahrscheinlich sind seine Eltern auch schon Geschwister. Man weiß es nicht. So, also er ist der Vater von ihr hier. Ist das richtig? Aber er muss ja dann auch... Aber er hat doch mit der hier auch, hat er doch auch. Die haben doch auch. Ja, ja, das stimmt. Ja, aber hat er ja nicht aufgeschrieben. Warum denn nicht? Er hat doch mit ihr hier auch Sex. So, so. Und daraus ist dann ja... Wo ist denn hier Ronny? Freunde. Ist ja wieder wie Kraut Ronny und Rüben hier. Ringo. So. Ja, komm, R, irgendwas mit R. So, mich jetzt noch kontrollieren, während ich hier euren Kram hier fertig machen muss. So, das ist hier die Mutter von Ringo. Oh, ich muss wieder alles kontrollieren. Was ist das hier? Halbbruder von, ja, so. Aber der hat ja auch hier auch Sex wieder, ne? Mit der. Das ist ja das Drama. Er hat ja mit seiner Schwester hier wieder. So, der hat mit. Hat er mit der? Nee, der hat auch gar nicht mit der, das ist doch die Tochter. Ach so, Vater. Aber der hat mit der, das Schlimme ist, wir kennen zwei Mütter nicht und das macht die Tafel ein bisschen schwierig. Und die Mutter ist ja von denen die Mutter. Wo ist denn die Grenzdebile? So, die hat ja hier, Schlaganfall hatte die, ne, Redaktion, die hatte Schlaganfall. So, wo ist denn der andere Magnet hin? Es ist fast gar nicht chaotisch. So, und der hatte Sex mit der. Sex mit der und das ist die Tochter, hier die Mutter von ihmchen hier. Ist das soweit richtig, Arndt? Die Auflösung hängt unten. Also das ist, der Vater hat mit ihr Sex gehabt und sie ist die Mutter von ihm. Dann gibt's hier, die ist die andere Mutter von den hier und auch von ihr hier eigentlich, ne? So. Wo kommt die denn hier? Deine Mutter, ne? Deine Mutter kennt man doch auch nicht. Nee. Deine Mutter weiß doch auch wieder. Der hat auch mit ihr hier Sex gehabt. Und du bist dann hier. Und du bist mit dem verwandt, mit den beiden verwandt und mit ihmchen verwandt. Ist das ungefähr so richtig? Haben wir das richtig verstanden? Und wenn wir dann dieses Familienbild in einem richtig guten 4-3-3-System spielen, so, und dann vor allem über die Flanken kommen, sind wir im nächsten Inzest-Pokal richtig weit vorne. Ja, dann haben wir Weltmeister. So, pass auf, das ist die Kontrolle hier. Jetzt haben wir. Oh, guck mal, unsere Grafikpraktikanten wieder hier angegeben. Aber das ist doch erstmal richtig, ne? Guck mal, Mutter Brack. Champions League des Inzest. Die Inzest League. Ich habe so oft das Wort Inzest an einem Abend noch nicht gesagt, ne? Nee. Arndt, du würdest sagen, das stimmt? Nö. Nee? Nee, weil ganz ehrlich, ja? Weil ich habe das, also ich werde wahrscheinlich jetzt rausgeschrieben aus dem Tatort, weil ich das sage, weil ich glaube, dass er mit allen hat, ne? Aber auch mit seinen Kindern? Nein, natürlich nicht mit, aber also mit den ganzen Frauen, die dann die Söhne bekommen haben. Aber am Ende wird nur gesagt, dass er, sie und deswegen hat er auch diesen, also sie hat ja das, also wirklich bewiesen ist es nur von ihm. Ach so, du meinst also, das ist, wir nehmen nur an, dass es Inzest ist? Ja, der hat alle, weil er so ein Typ war. Ja. Also, aber, für jeden Enkel ein Schenkel, ihr habt es im Flur gesehen. Er ist der eigentliche Komm, Erbe. Wir sind von mir gibt es keinen DNS-DNB-BMW-Test. Wir sind immer noch im, Achtung, Jones, im Raum des Scheiterns. Tanz. So, ich scheitere an dieser Loge gerade. Wir müssen ganz cool. Jetzt zeig mal bitte das tolle Bild bitte. Erstmal die Gebrüder bitte. Gebrüderwohnzimmer. Oh, das ist derbe gut. Das ist richtig gut. Oh, das Mensch, super, Dennis. Das ist richtig gut. Auch Talente, ja? Das wäre tatsächlich ein Geschenk, wenn man das gewinnt. Das unterschreibe ich ja auch, da kannst du das nämlich mit nach Hause nehmen. Und das ist gut, ja, ich darf das leider nicht mit nach Hause nehmen. Das kann ja jemand gewinnen, der den Stream teilt. Ja, teilt das. Also, Facebook-Stream teilen und dann absahen. Was hast du denn hier? Oh, das ist schick. Das kommt mir wirklich sehr nah, muss ich sagen. Ja. Kennt ihr Babys in Butthead noch? Ich finde meine ja, auf meine Kosten sind Witze ganz besonders toll. Ja, du hast recht. So, Melissa, zeig mal. Ich habe das Bild noch nicht gesehen, kommt mir das... Ja, das ist doch... Also ich finde, das sieht schon so aus. Ja. Handy. So, und ihr kommt, während ich aufs Handy gucke, machen wir die zweite Aufgabe im Raum des Scheiterns. Diesen Keks bitte voll ohne Beißen einmal in den Mund. Ob ihr das schafft. Ich mach gleich mit, aber ich muss erstmal was vorlesen. Dann habt ihr auch mehr Zeit. So, einmal quer rein. Hast du? Achso, ich lasse mir. Ohne zu beißen? Jetzt alle gleich. Einmal ganz rein. Das schafft ihr echt. Ich kotze. Und rein damit. Ja, lass schön drin. So, ich gucke aufs Handy.
Wir haben weiter Nachrichten von Oskar. Oskar schreibt, liebe Grüße an die Tweenies. Oskar schreibt auch, ich würde mich über eine Twin-TV-Autogrammkarte freuen. Habt ihr sowas dabei? Haben die beiden anscheinend nicht dabei. Oskar scheint ein Riesenfan zu sein. So. Daniel, wieso ist Twin TV nun auf Funk und sind die glücklich über die Entscheidung? Seid ihr glücklich über die Entscheidung? Man muss dazu sagen, ihr habt ja auch schon mal, wo wir gerade im Raum des Scheiterns sind, ihr habt ja dieses Scheitern schon mal miterlebt. Ihr wart bei einer richtig krassen Produktionsfirma. Jetzt mal kurz ernstes Thema. Und dann ging das ja mal so ein bisschen, ihr müsst jetzt schnell kauen, weil jetzt brauche ich eine ernste Antwort. Nein, rede so. Ihr könnt gerne auf den Boden spucken. Wir Sprich haben jetzt! Los, sag was! Ihr habt nicht mehr lange zu leben. So, wer von euch kann schneller schlucken? Das ist auch eine Frage, die man beantwortet. Benni. Also, was war die Frage? Wir sind ja nun gerade noch mal im Raum des Scheiterns. Ja. Und da kann man auch mal was Ernstes ansprechen. Ja, ihr seid mit Worldwide Wohnzimmer mit einem extrem krass guten Produkt am Start. Oh Gott. Es macht total viel Spaß zu gucken. Aber der Weg dahin ist ja wirklich ein sehr steiniger. Ihr wart bei einer Produktionsfirma, die viel sehr mutig war, aber dann letztendlich den Betrieb eingestellt hat. Wie war das für euch? Wir haben es ja sowieso quasi fast immer alleine gemacht. Also die beiden, die da hinten sitzen, Miguel und der Lukas, die müssen noch mal erwähnt werden. Die haben uns immer geholfen, die helfen uns ja jetzt auch. Und also Endemol hat uns auch den Raum gestellt und war immer nett zu uns, hat uns da leben lassen. Aber grundsätzlich ist es ja ein Produkt von uns beiden und von den beiden. Ja. Das heißt, es war zwar blöd, dass sie dann von jetzt auf gleich gesagt haben, tschüss, aber jetzt sind wir bei Funk. Und Mensch, das ist richtig klasse. Boah, da könnt ihr richtig schön Fuffis im Club, ne? Merkt ihr auch, wie es Geld regnet? Ich kann von lauter Platin-Klamotten zu Hause überhaupt nicht mehr atmen. Das ist meine Kapuze auch. Jeden Tag kommen da Leute mit so einem Geldtransporter und sagen, hier, Daniel, komm, wir haben so viel Geld. Ich bedanke mich immer fremden Leuten für die Gebühr. Geh ich immer hallo. Ja. Möchtest du Gotha Kranz essen? Ich wollte mal verteilen. Arndt, ich habe eine Frage von Sven. Also erstmal ein Lob, sehr gute Schauspielleistung. Dann aber, wie bereitet man sich auf eine solche Rolle vor, schreibt der liebe Sven. Du hast mir verraten vorhin, ich hoffe, das darf ich ausbauen, du hast extreme Probleme mit Textlernen. Das fällt dir nicht so einfach. Was? Textlernen fällt dir nicht so leicht. Nee, Textlernen ist ganz schlimm für mich. Ich weiß nicht, ich muss einfach das mein. Du hast sofort den Griff zur Waffe, das gefällt mir überhaupt nicht. Leg die Waffe weg. Das liegt an meinen zu vielen Nahtoderfahrungen. Nein, ich bin zu oft von irgendwas runtergefallen und auf den Kopf. Ich kann mir den Quatsch nicht merken. Und dann, ich weiß auch nicht mehr, was ich da gesagt habe. Irgendwie, du hast mich das schon gefragt, ne? Und ich habe das alles schon wieder vergessen. Ich kann das ganz schwer lernen. Ich brauche da richtig lange für. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man dann ein paar Rollen parallel macht und dann Text lernen muss, unglaublich viel, kommt man da gerne auch mal aufs Set und behauptet dann, ich improvisiere jetzt, weil man den Text einfach nicht kann und man muss das einfach nur gut verkaufen. Ist es dazu schon mal gekommen, dass du dem Regisseur gesagt hast, wir machen das jetzt mal ein bisschen anders, weil du den Text einfach nicht konntest? Nein. Nee? Ich finde das extrem wichtig, den Text zu können. Ich finde das total unprofessionell. Ich mache gern Quatsch und bin lustiges Zeugs, aber Text lernen und den können, finde ich, das Nonplusultra. Viele sagen ja, es gehört vor allem dazu, am Set nochmal neu sich zu entdecken, zusammen nochmal zu arbeiten. Würdest du sagen, dass das gut ist für einen Film oder tut man dem Drehbuchautor auch eher Unrecht? Weil der hat sich ja Gedanken dabei gemacht. Nee, du musst ja, also ein gutes Drehbuch, wie es zum Beispiel hier die beiden Autoren geschrieben haben, ist ein Buch. Das ist Worte auf Papier, ne? Und einen Film musst du einfach neu erfinden. Das muss ja ein Film werden, was zum Angucken. Und da finde ich, muss man schon wieder neu dran arbeiten dürfen. Ja. Und es gibt dann so, ich hatte mal das Glück, mit Michael Haneke zum Beispiel zu arbeiten. Das ist jemand, der weiß vorher 100%, was gemacht wird. Und andere, die arbeiten freier. Und ich mag lieber, wenn das ein bisschen freier ist. Kommt auch so rüber beim Weimar Tatort, dass da auch viel so spontan rumkommt, ne? Gerade die Szene ganz am Anfang, wo du der armen Frau sagst, Mensch, ich habe mich für die anderen entschieden, Pech gehabt, ciao. Das Küsschen, war das im Drehbuch oder sind das so Sachen, die einem selber einfallen, um es noch fieser zu machen? So, tschö. Das Küsschen, das habe ich mir ausgedacht. So. Aber es war ja auch eine hübsche Frau, die wollte ich gerne mal küssen. Oh. Ja. Frage an Melissa, was bist du für ein Sternzeichen? Zwilling. Von Daniel. Daniel, du musst natürlich noch was dazu schreiben, weil nur zu wissen, ob es ein Sternzeichen ist, ist schwierig. Dann von Oskar eine Frage an TwinTV. Wann kommt der Wir sind raus Teil 2? Ach, der zweite Teil von unserer Funkserie. Der kommt am kommenden Donnerstag. Einschalten. Mit dabei, wieder. Wir sagen? Walter Freiwald. Walter Freiwald natürlich. Wir nee, der ist das übernächste Woche. Wir gehen mal zu Hause. Nee, übernächste Woche. Ist das der Preis ist heiß, Walter? Mhm. Ja, die Stimme. Ich die Stimme aus. Quasi. Die Jubelstimme. Ja. Ja.
Es wird spannend. Also haben wir das abgekaspert. Wir gucken jetzt auf diese wunderbare Krankheit Meckholder-Goldstein. Die ist übrigens erfunden worden von den Tatort-Drehbuchautoren. Ne? Die Krankheit, unter der Kollege Brack leidet. Das ist die Bracksche Krankheit. Der ist ein ganz spezieller Fall. Und dem widmen wir folgenden süßen Beitrag. Firmengeheimnis. Sie haben keine Sorgen. Ich verlange Whisky. Hä? Ich habe beim Abitur geschummelt. Hä? Ach, Geschwister. Hier, meine Karte. Und dass ich an ungeraden Tagen impotent bin. Wohl kaum. Impotent bin. Hä? Impotent bin. Polter die Polter. Hä? Firmengeheimnis. Ach, Birke? Nein, Ulmer. Firmengeheimnis. Und dass ich an ungeraden Tagen impotent bin. Wohl kaum. Ihm gehört auch ein Drittel. Hä? Lupo. Impotent bin. Du hast mich doch gebeten, für dich den Kakao zu besorgen. Och, jetzt ist es raus. So, und wer sich jetzt gefragt hat, guck mal, kriegen wir so ein Schwiegermutterstück? Von Gotha Kranz. Wenn ihr euch jetzt gefragt habt, kann man sowas ohne Lachen Schauspielern wie der Brack, kann man nicht. Der Beweis. Ich bin sprachlos. Wie bitte? Ich bin sprachlos. Das ist so gut. Der ist gut. Ja, wäre das ein Typ für dich? Er hat ja gesagt, er ist Weinkenner und Gesellschaftstänzer. Was müsste ein Typ haben, damit das so dein Typ ist, so wie der Brack? Da gibt es die eine Szene, wo Christian Ulmen dasteht und so wahnsinnig nerdig über diese Pflanze spricht. Das muss einer haben. Ja, so richtig. Also, da habe ich Nora Tschirner im Moment auch total verstanden. Sie steht da und denkt sich, oh, du bist so klug. Ich muss rauchen. So, oh, ich bin gerade auf unseren Super-Button gekommen. Ich muss rauchen. Ich muss rauchen. Und damit die Überleitung erstmal ganz kurz zu unserem Tante-Olga-Schrein. Habt ihr das Teil hier schon gesehen? Unsere Requisite hat einfach was gezaubert. Nicht hinfallen, Jones. Da ist ein Schild auf dem Boden. Wir haben hier den Tante-Olga-Schrein. Die Frau ist ja wohl mal der Knaller, oder? Ja, die ist großartig. Also, kommt hier auch so super souverän auf dem Set rüber oder war es nur die Rolle? Weil die Frau war der Knaller. Ich muss rauchen. Nein. Ich muss rauchen. Geil. Nee, Carmen Meyer-Antoni, das ist einfach eine altgestandene, schon in der DDR aktive Schauspielerin. Und die ist so auch. Und richtig geil, wir mussten ja mit der Regionalbahn bis nach Leipzig fahren. Mhm. Nicht Regionalbahn, sondern privaten Bahn. Und wir waren die letzten drei Gäste und wir haben richtig Party gemacht. Und da gab es so einen Stand, wo man Getränke kaufen, das haben wir leer gekauft. Und die waren schon voll Freunde mit uns. Und kurz vor Leipzig kamen die so an und wir hatten schon den gesamten Sekt für Frau Carmen Meyer-Antoni aufgekauft und so, das Bier leer und so. Und dann kamen die so an, setzten sich dazu und haben sich auch ein Glas Sekt und meinten so, übrigens, wir kommen zu spät an und verpassen den letzten Zug. Die ist echt super, die Frau. Und dann hat sie gesagt, dann fahren wir mit dem Taxi. Da sind wir für 330 Euro mit dem Taxi von Leipzig nach Berlin gefahren. Oh, wer hat ich hab's bezahlt! Nein! Wir kamen dann zuletzt bei mir komischerweise an. Die fragen gleich mal weiter, wenn der Brock so ein Gesellschaftstänzer und Weinkenner ist, was muss bei euch ein Mädel haben oder je nachdem, was ihr gerade favorisiert? Mädel. Wir sind interessiert an Mädels, aber wir sind beide sehr glücklich. Also wenn es außerhalb der Familie stattfindet? Außerhalb der Familie ist mir gar nicht schön. Seid ihr mit euren Cousinen zusammen? Will noch jemand ein Stück? Oh Gott. Was muss ein Mädel haben, um dich wirklich zu kennen? Stil und Klasse. Stil und Klasse. Und Humor. Ja. Und die muss mein Bruder auch lieb haben, weil jeder, der mich will, der will auch direkt meinen Bruder haben. Weil, ne? Wie sind die du bist on-cam, viel netter als off-cam. Ja, das ist das Schicksal eines Schaustellers. Guido hat gefragt, wann wir die Torte endlich gegessen haben. Guido gefragt, jetzt gerade, guck mal hier. Wahrscheinlich so Torten für dich. Melissa haut richtig rein. Ich kann die Torte schreibt, auf deine Füße tun. Gibt's den Olga-Button auch zu gewinnen? Ich muss rauchen. Was wir machen können, wir schneiden das raus und bieten das euch als Audio-Download auf Soundcloud. Ich muss rauchen. Als Klingelton quasi. Ich finde, das ist so echt 2017. Früher wurde noch im Fernsehen geraucht und jetzt kann man nur noch so einen Button drücken.
Auch traurig. Ja, wir sind halt einfach zu healthy. Healthy living. Genau, mit der fetten Torte. Ja, hier mit der von Wurst, ja. Torte, Kekse. Ja, haben wir noch Social Media? Ansonsten machen wir einen weiter. Wir sind jetzt beim YouTube-Blog, lese ich von der Pappe da oben ab. Da kommt ihr beide ins Spiel. Das hört sich doch gut an. Euer Hauptgewerk ist ja nun mal das, was ihr im Internet treibt. Und da habt ihr einen eigenen Sender quasi einmal für euch selber erfunden. Ihr macht das, wie ihr gerade Bock habt. Was braucht man heutzutage, um bei YouTube Karriere zu machen? Kann man das irgendwie ein bisschen in Worte fassen oder ist es Hauptsache, man ist man selber? Ja, das auf jeden Fall, aber man muss schon eine Idee haben, also muss wissen, was man macht. Man muss irgendwie unique sein, also wenn du jetzt das achte Mal schminkst. Der Werbefachmann spricht, du musst unique sein, Klaus. Ja. Unique. Ja, du musst irgendwie eine Idee haben von dem, was du tust. Es gibt ja verschiedene Karrierewege. Ja, lass dich mal reden. Es gibt ja Karriereweg, dass man quasi verkauft. Wie Klicks alles macht, sich verkauft. Oder ihr könntet ja schon mal euren Namen nochmal sagen, das würde sinnvoll Twin sein. Twin TV und Worldwide Wohnzimmer, das ist unser Produkt. Zeig mal deine untrainierte Brust. Genau. Ja, genau, hier ist der Church. Da haben wir uns den Schriftzug einfach illegal runtergeladen, einfach auf das T-Shirt gepackt. Und ja, meine Freunde, einfach abonnieren. Wie viel Zeit verbringt ihr jeden Tag, um Inhalte für euer eigenes Ding zu haben? Weil ihr habt ja keine illegale Reaktion. Wie viel Zeit geht da drauf? Ist ja ein Vollzeitjob. Ist, ne? Ist jetzt nicht so, man hängt mal ein bisschen rum, macht ein bisschen YouTube. Vor allem, das ist ja quasi auch unser Lebenswerk. Das heißt, man ist ja mit dem Kopf ja immer da dran. Also man hört ja nicht auf, nachzudenken. Also ich auf jeden Fall nicht, oder Miguel? Lukas, holt sich immer die Sicherheit von dahin. Levin schreibt gerade, ist eine Rolle im Tatort das ultimative Karriereziel für die Twins? Habt ihr Bock auf sowas? Eine Leiche. Ich würde auch gerne mal einen Tatort-Kommissar spielen. Mhm. Ich kann auch mal ganz kurz anspielen. Oh nein, bitte nicht. Frau Müller, wenn Sie mir jetzt nicht sofort sagen, wenn das Sie, ist, dass Sie ernst meinen, der Mörder sind, leite ich rechtliche Schritte ein. Hört der Kommissar. Ey, ich bin fix und fertig. Wenn du nicht jetzt auf die Sekunde weggecastet wirst, weiß ich auch nicht. Doch, ich seh's. Ich weiß auch nicht, warum ich so lange zur Schauspielschule gegangen bin. Ja. Du hast hier... Spiel ihn an. Das ist die Jugend. Die beiden machen YouTube. Du fängst auch an mit YouTube, beziehungsweise dein Tochter hat einen YouTube-Kanal, ne? Mhm. Wie heißt Charlie Love Schoko. Charlie Love Schoko, genau. Charlie Love Schoko. Findest du das so, macht dir das Spaß oder ist das fremd, wenn man so eigentlich immer 20, 30 Leute um sich rum hat? Mir macht das total Spaß. Ich finde das super. So als alter Mann, da darf ich auch mal dabei sein, was die Jugend so macht und so, ne? Und, nö, finde ich cool. Vielleicht ladet ihr mich ja auch mal ein. Kann ich mal vorbeikommen? Ja, ich meine, wenn du jetzt schon hier meine Kommissarenrolle übernimmst, dann könnte ich doch mal bei euch vorbeikommen. Dann mach mal einen kleinen Minifilm. Wir können ja mal ganz kurz zeigen, was Arndt bei YouTube so macht. Dann können wir mal ein bisschen gucken, ob man das jetzt mal besser machen kann. Hallo, meine Lieben, und willkommen zu meinem neuen Video. Mhm. Der ist am festesten. Ja. Voll geil. 1, 2, 3. Pli. Riestöpfli. So, das ist der. Einen Mochi. Und wenn es euch gefallen hat, gebt Carlotta Daumen hoch. So ist es richtig. Ja. So, Carlotta, deine Tochter, in dem Fall, hast du schon einen Kakao-Break gemacht, also ein Kakao-Video? Du verköstigst sehr viel. Du bist doch der Kakaofachmann jetzt. Ja, ich esse halt gerne und von was anderem habe ich auch nicht so Ahnung. Und so Beauty-Sachen ist auch nicht... Ja, Mann, das war auch das Letzte, das ist immer noch nicht online. Da haben wir irgendeine schwarze Gesichtsmaske getestet, was irgendwie... da durfte ich auch gar nicht mehr mitmachen, fällt mir ein. Ich durfte es nur bezahlen. Ach, das ist nett. Ja. Na gut, Papa hat Papa hat die Kohle. Die Expertise und die Kohle. Genau. Aber die Mitesser sind noch alle im Gesicht. Genau, die Mitesser waren auch noch irgendwie, ne? Was macht für dich einen guten YouTuber aus? Ach ja, der muss unique sein, haben wir ja gerade gelernt. Ach, ich glaube, man kann das nicht so sagen. Das muss ja für den Endverbraucher, der ja dann vor dem Laptop sitzt und sich sagt, du, ich gucke mir ja die YouTube-Sachen an, die mich interessieren. Also so Schminktipps und... Hast du Lieblingsleute, die du nennen würdest, oder würdest du das lieber... Ich gucke mir das manchmal auch einfach mal so an, um also jetzt gar nicht, weil ich den YouTuber an sich jetzt so wahnsinnig gut finde, sondern weil mich das Thema gerade interessiert oder weil ich auch ab und zu mal so gucke, was ist bei den YouTubern eigentlich gerade so in, also wie zum Beispiel so eine schwarze Maske oder welches Thema ist gerade irgendwie gerade total angesagt und worüber sprechen die? Also gar nicht so YouTuber-spezifisch, sondern mehr, was ist der allgemeine YouTube-Trend quasi. Dennis und Benny, ihr habt selber gesagt, dieser Tatort heute war mega geil, also so knapp 10, 8, weil der aber auch wahrscheinlich ein bisschen schräger ist und weil der vielleicht eben die Leute anspricht, die auch gerne mal so Netflix und Chill sich anderen Inhalt angucken als klassisch ARD 2015. Was würde denn, oder was macht ein Tatort aus, damit er eben der YouTube-Generation gefällt? Er muss auf jeden Fall, also ich kann ja nicht für alle YouTube-Zuschauer sprechen, aber ich finde es immer schön, wenn es ein paar Wendungen gibt, also wenn man sich am Ende denkt, boah, hätte ich jetzt null gerechnet, das finde ich immer ganz spannend. Und ja, wenn ein paar hübsche Frauen mitspielen, ist auch immer ganz schön. Und ja, wenn ich am Ende dann sage, heute hat der Fernsehabend super Spaß gemacht, ich gehe glücklich ins Bett, dann ist auch alles wunderbar, oder Dennis? Ja.
Guckt ihr denn noch lineares Fernsehen? Ich bin ein Fernsehfan. Ja? Weiterhin, ja. Ich gucke dich auch morgens früh mal sehr, sehr gerne. Ah, vielen Dank. Ja, ich stehe früh auf. Ja. Guckst du noch lineares Fernsehen? Ja. Also ich zelebriere das auch noch total schön. Ja. Also Samstagabendshows, dann guckt man aber auch irgendwie morgens Frühstücksfernsehen zum Beispiel. Also ich gucke noch sehr, sehr gerne Fernsehen. Ich bin aber auch, ich war als Kind auch schon so ein Fernsehkind. Also meine Mama hat mir damals, weil wir vorhin über Walter Freiwald gesprochen haben, der Preis ist heiß immer aufgenommen. Mega. Und ich habe mir das immer angeguckt. Also das ist so, ich kenne jede Folge Shows. Von Geh aufs Ganze zum Beispiel. Richtig, ich auch. Was guckst du im Fernsehen, wenn du nicht selber... Guckt man selber, wenn man so viel Fernsehen selber macht eigentlich? Guckt man dann noch? Oder ist man irgendwann satt und will einfach nur raus in die frische Luft? Also ich gucke sehr viel DVDs und ich gucke sehr viel On Demand. So. Lustigerweise gucke ich über meine Töchter wieder viel mehr lineares Fernsehen, weil die machen einfach andauernd die Glotze an und dann gucke ich mit denen... Die Hoffnung ist noch da, das Fernsehen stimmt nicht. Nein, das Fernsehen. Und dann finde ich das auch im Hotelzimmer total super. Irgendwie, da bin ich immer so alleine und dann mache ich mir die Glotze an und dann gucke ich halt auch gerne so Frühstücksfernsehen. Und Morgenmagazin. So. Morgenmagazin. Wolfgang Kohn. Wir können alle einmal nennen. MoMA, Guten Morgen Deutschland und Frühstücksfernsehen. Jetzt sind wir fein raus. Alles. Wir gucken ganz kurz mal auf unser großes Abstimmungsergebnis. Und das ist tatsächlich diesmal wirklich polarisierend. Nur 58,9% sagen, das war ein richtig toller Tatort. 41,1% sagen, das war großer Mist, um es mal zu übersetzen. Gar nicht, wie ist das sonst immer? Ist das ja, guck mal, weil die einen wollen diesen klassischen Tatort, keine Hintergrundgeschichte und wollen Krimi haben. Und die anderen wollen eben irgendwie neue Ansätze und ein bisschen verrücktes Drehbuch. Das hatte so Charme, finde ich. Ja, siehst du, und da streitet man sich halt. Aber wie ist denn das sonst immer? Ist das sonst immer recht ausgeglichen oder ist sonst immer nur Herz oder nur böse Smiley? Es kommt drauf an, wir hatten schon einen Tatort aus Ludwigshafen, da hat wir das System kaputt gemacht, der war so schlecht. Da mussten wir leider auch, da haben wir auch die Gewerkschaft angerufen, das wollten wir nicht mehr. Du hast das nochmal als Vergleich. Ich will jetzt nicht wieder sagen, ah, Hollywood ist so groß und Hollywood ist so toll. Fakt ist aber, du hast bei Inglourious Basterds mitgespielt. Das ist ein unfassbarer guter Film von Quentin Tarantino. Du warst sehr lange zu sehen. Das heißt, du hast eine tragende Rolle dann in einer großen Szene gehabt. Und wenn ich diese Szene richtig gesehen habe, ist die German Accent Scene in diesem Keller, wo quasi herausgefunden wird, dass, also du warst ja ein Sturmsoldat, glaube ich, und die anderen sind ebenfalls diese Miliz. Wie drehen die? Wo ist der Unterschied zwischen Tatort-Setting, also vielleicht mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, und jetzt das, was du da bei Hollywood gesehen hast? Wo ist der große Unterschied oder gibt es schlichtweg keinen? Doch, da gibt es einen großen Unterschied. Und ich würde sagen, es ist vor allen Dingen Geld. Also wenn man so viel Geld zur Verfügung hat, kann man halt ganz andere Sachen machen. Was da mit anfängt, dass wir halt wirklich mit Quentin Tarantino geprobt haben. Also richtig geprobt. Das, wie ein Theater quasi. Wie eine Theaterprobe. Ja. So. Und das habe ich bei einer deutschen Produktion noch nie erlebt. Also, und dann ist natürlich, bei so jemand wie Quentin Tarantino kommt dann auch jemand, sind dann plötzlich auch in so einer Szene Til Schweiger, Daniel Brühl und August Diehl auch bereit zu proben. Ja, das kriegst du für einen deutschen Film nicht so schnell hin. So, das ist natürlich, der hat auch einfach... Namen und haben alle auch Bock drauf. Und dass so jemand wie Christian Berkel dann einfach den Wirt spielt, ja, der eigentlich gar keinen Text hat. Ich glaube, für was anderes hätte er das niemals gemacht. Er greift aber zur Schrotflinte, glaube ich. Das genau. Fakt ist, du bist von Til Schweiger erschossen worden, wenn ich die Szene richtig gesehen habe. Das hast du recherchiert. Ja, ich habe lange vor YouTube gesessen. Ich habe mich von den beiden Jungs anfixen lassen, habe diese Szene wieder und wieder und wieder gesehen. Ich glaube, du bist von Til erschossen worden. Gibt es da jetzt Beef? Müssen wir da uns jetzt in der Fernsehlandschaft Gedanken machen? Zwischen mir und jetzt, Til. Ja, du und Til jetzt richtig böse. Darfst du noch in sein Restaurant gehen? Das ist das wie bei den Rappern eigentlich für euch? Ja, also wir haben uns geschlagen und geprügelt, ja, und nein, der ist ein total netter und ich habe ihm später verziehen, dass er mich erschossen hat und so. Melissa, hier fragt Manu, wann sieht man dich im Fernsehen das nächste Mal? Das frage ich mich auch. Nee, also allerspätestens wahrscheinlich wieder im Sommer. Zusammen mit Herrn Jochen Bendel. Mit Jochen. In der Nachtschicht? In der Nachtschicht. So Promi Big Brother in seinem Eis. Genau, aber alles andere, wenn irgendwas vorher passiert, dann einfach auf meiner Facebook-Seite gucken, weil da wird immer schön benachrichtigt. Melissa, wir gucken Kalle, auf unser Ergebnis oben, wer was gewinnt. Und zwar herzlichen Glückwunsch sagen wir an Lukas Bühler. Du hast dieses wunderschöne, wunderhässliche Telefon gewonnen. Lukas! Kakao geht an Luca Liberto. Was ein wunderschöner Name. Und wir haben Franziska... Also Franzi... Was hat sie denn gewonnen? Ach so, die Bilder. Mensch, Franziska...
Herzlichen Glückwunsch. Rückwärts. Wo kommt denn? Ja, Hendrik. Hendrik. Aber geiler Name. Ist das, mag das ungarisch gewesen sein? Ich fand das total ungarisch. Ungarisch? Ja. Vielleicht. Ich kann einen ungarischen Satz. Sag mal. Oh, semeid nordjon sepak. Ich hoffe, das war richtig. Ich hätte gerne eine Deine Packung Augen Kakao. Sind wunderschön, soll das eigentlich heißen. Und warum weißt du das? Oh, Sammy, ja, wenn man einen Satz braucht weltweit. So, und wie sieht es bei anderen neuen TV-Projekten aus? Die Frage noch von Philipp. Ich darf noch mal einen Tatort machen dieses Jahr. Genau, den ich da bin, sogar. Ich bin ja nicht gestorben. Und dann mache ich den Inspector Jury wieder. Und dann drehe ich noch ein bisschen was im Ausland und so. Aber da will ich noch nicht drüber reden. Und jetzt läuft demnächst eine BBC-Serie mit mir, das finde ich auch ganz cool, mit Sam Riley. Oh, mega. Mhm. Sam Riley hat doch bei Blue Monday diese Musikdoku gedreht, ne? Na, das wird jetzt vielleicht ein bisschen verkopft. Guck mal, kannst du mir bitte diese beiden Menschen zeigen, die gerade Herzkasper kriegen, weil wir viel zu lang sind? Haben wir ein Schnittproblem? Für One. Wir verabschieden uns jetzt vom linearen Fernsehpublikum. Drei, es war wunderschön, Tatort, die Show, mit Melissa! Danke. Mit den beiden Wolters. Yo, Grüße. Dennis und Benni. Like. Hallo. Und mit Arndt. Guck mal, den müssen wir noch einmal offiziell, weil du bist unser Superstar. Guck mal, bitteschön. Genau. Ich brauch den Witz. Wir verabschieden uns. Lineares Fernsehen. Ich bin Dani, das war Tatort, die Show. 3, 2, 1, ciao. Tschö. Und wir sind live im Internet. Da sind wir wieder. Hallo. Da wir müssen noch ein paar Fragen. Machen. Wir machen einfach weiter. Ist völlig egal. Melissa, ja. Du warst ja bei Joyce, das wissen ganz viele. Ja. Und die waren ganz große Fans. Und dann ist Joyce auf einmal, von nun auf jetzt, waren die nicht mehr. Leider. Wir sind ja, Achtung. Kurz wieder im Raum des Scheiterns. Wie erlebt man sowas? Ich selber war mal bei einem Start-up, dass wir dann irgendwie haben alle mal einmal kurz einen Konferenzraum und dann sagte der Chef, Freunde, wir haben keine Kohle mehr, ciao. Es war so ähnlich. Dann kamen irgendwann die Männer in den schwarzen Anzügen. Ist das wirklich und so? Und dann war es wirklich so. Wie habt ihr das erlebt? Ich war tatsächlich genau an dem Tag, als die Insolvenz öffentlich wurde. Noch nicht ganz öffentlich, sondern ausgesprochen wurde, war ich gerade in Kambodscha und saß da. Aber da ist ja auch oft nicht so gute Laune in Kambodscha, das passte quasi. Und bekam dann einen Anruf und es hieß, Melissa, wir sitzen hier gerade da, es wurde gerade verkündet, dass Joyce insolvent gegangen ist und wir müssen dir eben auch Bescheid sagen. Das war für mich natürlich erstmal ein Schock, weil ich meine, das war der Laden, der uns damals 7 Moderatoren ja auch so nach oben gebracht hat und das war so unser Sprungbrett und unser Zuhause und wir haben uns jeden Tag echt krass wohlgefühlt da. Ist auch Lebensplanung ein Stück weit, ne? Ja, klar. Also ich bin da damals auch von München nach Berlin gezogen und das war ja alles ganz aufregend und waren ja auch alle so Pioniere. Wir hatten halt Bock, wieder so richtiges Musikfernsehen zu machen. So wie MTV früher war. Ja. Ohne hier diese Klingelton-Scheiße und Titten raus ist Sommer. Ja, hat leider nicht funktioniert. Alles so ein bisschen schwierig gewesen am Schluss. Aber ja. Man scheitert eben auch in seinem Leben. Und manche Menschen werden daraus lernen. Aufstehen, weitermachen. Umso schöner ist es natürlich, dass man sich dann wieder sehen kann auf den klassischen Kanälen, auf den großen Kanälen. Da bin ich auch sehr froh. Und da macht es auch richtig Spaß, dazu zu gucken tatsächlich. Wir gucken nochmal kurz. Black Elvis schreibt, wie sieht's aus mit Stunts selber drehen? Ich glaube, die Frage geht an dich. Stunts selber drehen? Oder Kakao hast du einen Body-Double? Ja, Laktose, also normalen Kakao trinken. Also das ist ein echter Stunt hier. Das hätte ich gerne irgendwie, da habe ich 9 Stück von gegessen. Boah. Da war mir so schlecht und da habe ich gedacht, warum gibt es eigentlich für sowas nicht einen Stuntman? Und ansonsten ist es irgendwie ganz oft, dass viele Sachen sind verboten aus versicherungstechnischen Gründen und dann stehst du immer zum wieder... Zum Beispiel? Also Autofahren oder sowas, Autostunts? Nee, Autostunts habe ich vielleicht 2 Mal gemacht. Habe ich aber auch schon erlebt, dass du dann wirklich in den krassen Sachen selber mitmachst, aber dann ist es safe. Wenn es richtig ist, dann ist es safe. Und dann passiert es immer wieder, dass du irgendwie als Schauspieler irgendwo an der Feldspalte stehst und denkst so, warum ist jetzt hier eigentlich kein Stuntman? Warum mache ich das irgendwie gerade selber? Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist gefährlich. Also das passiert schon, darf ich jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen. Aber dann ist so bescheuert, ich habe so ein ganz tolles Märchen gemacht und dann hat er mich angerufen und meinte, ja, das ist ein ganz toller Reiter. Ich durfte den Prinz spielen, das war das Erste, was meine Kinder toll fanden. Und dann bin ich jeden Tag 2 bis 3 Mal geritten, also habe Reitstunden genommen. Und dann bin ich ans Set gekommen und dann haben die gesagt, ja, aus versicherungstechnischen Gründen darfst du nicht reiten. Und da bin ich kurz ausgerastet. Da gibt es ein kleines Video, wie ich wie ein Berserker über ein den Rumpelstilzchen. Wie Rumpelstilzchen. Und hier haben wir es. Den durfte ich da nicht machen. Durfte ich nie rein. Aber sonst kann man schon selber machen, ne? Also wenn man sagt, ich will ich jetzt, dann grundsätzlich vielleicht? Also ich glaube, niemand bringt sich absichtlich in Gefahr. Und ich glaube auch, wenn dann so gesagt wird, dass
irgendwie, was weiß ich, Tom Cruise das selber gemacht hat, dann hat er gewisse Sachen vielleicht auch selber gemacht, aber das ist immer safe, weil wenn dir der Hauptdarsteller verunglückt, dann hast du, das kostet so arschviel Geld, ja, wenn du dann... Aber immerhin hast du jetzt eine Kinski-Szene, ist doch toll. Eine Kinski-Szene? Ja, so eine Ausraster, so wie er damals im Dschungel, Klaus Kinski, ihr könnt euren Scheiß alleine machen, hast du jetzt auch gehabt, wegen des Pferdes. Du meinst, genau, frag ich mal nach, die sollen das dann irgendwie online stellen. Ja, das ist der Kick, du musst ja, Selbstmarketing, ja. Das kannst du von den YouTube-Jungs ja. lernen. Das man rastet aus, man rastet aus am Set wegen Pferden. Und, Freunde, ja. vielen, vielen Dank. Das war unser kleines Miteinander in deinem Sterbebett. Es ist schön, dass es dich nicht dahin gerafft hat. Noch rein? Jetzt ist zu viel Kladderadatsch im Weg. Und dein Porträt. Aber wir dürfen das denn schon sagen, wie das denn da so weitergeht, grob? So, du hast ja gesagt, du bist ja noch nicht gestorben. Ja, wir haben einen neuen gemacht, da bin ich ganz neidisch, da fand ich das Drehbuch noch besser als von unserem Film mit Jürgen Vogel und so. Und ich glaube, der ist auch richtig gut geworden. So. Also er ist nicht gestorben und er wird uns weiter treu bleiben. Vielen Dank, Arndt, dass du da warst. Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank an euch. Melissa, vielen Dank für den Besuch. Es war ein großes Fest. Tatort die Show für Funk auf Facebook. Jetzt könnt ihr gerne machen, was ihr wollt und den Abend frönen und startet schön in die Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da ist Jazz am Start beim schönen Sell dich ein, Viertel nach 10, nee, Viertel vor 10, 21.45 Uhr für Funk auf Facebook. Ich bin Daniel. Funk ist geil. Funk ist geil. Achso, hier, weil wieder Brack das macht. Funk, ne? Funk. Also ehrlich, tut mir leid, ihr seid leider raus. Also, ist die Gage? Wieder, das ist meine Gage. wieder Brack das gemacht hat. Ihr seid auch so unfassbar schlechte Kameramänner. Du kannst auch, tut mir leid, wir müssen uns einen neuen suchen. Hier, Redaktion leider, es tut mir leid. Auch bei dir. Ich bin noch drin, glaube ich. Wir müssen uns leider von euch trennen. Also bei diesem Internet, ne? Was soll ich mir jetzt so funktioniert das hier an so.